in mich selber! Stirb! Guck mal, stirb! Ja, das ist ganz stumpf, ne? Das muss ich immer, ey. Hallo, Leute! Schurken, Halunken, Gauner, Hartz-IV-Empfänger, zarten Schniedel. Hier kommt der Dampf aus dem Schritt. Alle da. Voll auf Schlag. Ja, Leute, wir müssen ein paar technische Schwierigkeiten erklären. Wir dürfen heute nicht in den Pausen reden. Wir haben heute keine geilen Matzen, weil wir heute irgendwie auf dem Regie unterwegs sind. Ja, also wir kriegen heute nur die schlechte Regie. Und das bedeutet, dass wir keine geilen Grafikgeschichten haben. Wie das sich für so einen Mittwoch um 22.10 Uhr ja auch gehört, ne? Ja, richtig. Genau. Das ist ja auch so. Ne? Deswegen, wir hoffen, dass wir irgendwann umswitchen können, weil ohne Bud Spencer ist das hier, der taugt das ja alles gar nicht. Und ja, wir haben, bevor wir anfangen, hier einen geilen Community-Beitrag. Ne? Aber guck mal, hier asynchron Sound. Kann man uns hören, ja, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Paul? Ich bin jetzt ein bisschen skeptisch, ansonsten. Ansonsten geht's einfach los. Also wir legen es einfach los, wenn alles cool ist. Oder? Ist alles cool? Also erstmal der Sergeant Schniedel hier, ne? Kennst du den noch vom letzten Mal? Die kenn ich noch, ja, tatsächlich. Der hat mir so ein Bild getwittert, dass er eine schöne Grundlage sich angeschafft hat. Der hat nämlich Pulled Beef oder Pulled Pork, ich weiß nicht. Pulled Pork ist geil, ist der, ne? Shit, Alter. Hat er sich schönen Burger gemacht, weil er sagt sich, 14 Uhr, da wollen wir mal richtig ein reinlunsen. Ne? So eine geile Grundlage für das, was er vorhat. Absolut. Und ganz schön, es gibt ja auch ein tolles Gedicht hier. Toll ist scheiße, keine Ahnung, sagt er. Oh Mann, Paul. Was heißt denn das? Soll ich jetzt nach oben gehen? Kann ich machen. Naja, gut. Mm. Solange. Also, du musst es entscheiden, Paul. Ich kann gerne einmal nach oben gehen, wenn es zu schlecht ist. Wir warten mal bis zur Werbung. Wir warten mal bis zur Werbung, dann gehe ich nach oben. Genau. Ist klar. Gut, dann tragen wir trotzdem jetzt mal das Gedicht vor. Das ist der Ton nicht so wichtig. Fürwahr. Fürwahr, ja. Los, ey. Dieser Einfall erwart nicht meiner, sondern Sergeant Schniedels, ein ganz feiner. Nice? Nein, warte. So sollen nun montags von 2 bis 4 Uhr die Gläser klirren, in einer Tour. Die Regeln sind einfach. Selbst du kannst sie verstehen, doch habe ich sie da niedergeschrieben, auf das sie jeder kann sehen. So, und jetzt geht's los. Ein lautes Klatschen! Ja! Der Schall des High Five ist das Signal für dich, die Zeit ist reif. Ja, hat er mit dem Jambus aber gebrochen, ne? Hat er gebrochen, ja, aber ist aber trotzdem sympathisch. Ja. Hier sollst du nun ein Stammperl dir geben auf Micha und Micha und ihr edles Streben. Oh. Finde ich sehr schön. Ein pfeifendes Pfauchen. Hört man das? Ein wabernder Qualm. Ja. Das heißt für dich, der Griff zum Halm. Der trinkt aus dem Strohhalm, oder? Ja, das finde ich so, weißt du, naja. So ein Cocktail. Der Cocktail, in Klammern Schwanz. Es ist nun seine Zeit. Ihn musst du trinken, bis die Luft sich vom Qualme befreit. Du hast doch was zu tun hier, Freunde. Die ist hier voll die Packung. Da geht einiges. Was du da trinkst, das steht dir nun offen. Aber wir sehen uns montags und dann hoffentlich besoffen. Was meint ihr denn jetzt? Ist das dieses klassische Getränk? Cocktail? Ja, ist ja egal. Ne? Wahrscheinlich meint der Cola rum. Oder so, der Wodka O. Das läuft ja schon in der Cocktail. Ich weiß, es ist Montag und ich weiß, es ist 2 Uhr. Doch für mich sind das Gründe und gehören zur Kultur. Alter, klassisch. Schließt euch uns an, macht Gothic 2 zum Event, hebt euer Glas, auf das der Rachen bald brennt. Alter Schwede, das ist wirklich Trinkkultur vom Feinsten. Ja, jemand Laune, ja. Wir wissen nicht so genau, ob wir das fördern dürfen. Nein, natürlich nicht. Wir finden das gedanklich und ideentechnisch natürlich gut. Es ist also auch künstlerisch vom Schreiben, oder? Ja, auch vom Schreiben her. Umsetzungstechnisch weiß ich nicht, ob wir es dir raten sollen, weil so um 14 Uhr sich einen reinschädeln, da kann der Tag schon mal gelaufen sein. So, ne? Ich meine, gerade mit Cocktails. Ne? Ne? Nachher trinken auch die Amateure. Ne? Ja, musst du aufpassen. Also gut, wir versuchen die High Fives zu beschränken, damit du deine 3 Cocktails heute nur reinkriegst. Aber wir haben eine Grundlage, ist schon mal gut. Ja. In Ordnung. Willst du noch mal ein kleines Recap geben vom letzten Mal? Wir geben mal ein Recap vom letzten Mal. Ich versuche mal alles auf die Reihe zu kriegen. Es war etwas chaotisch. Wir haben ja viele Community-Tipps verfolgt, unter anderem Kniffe, wie man eine Rüstung früher kriegt und so. Und lauter solche kleinen Tricks, die wir sonst eigentlich nie gefunden hätten. Deswegen etwas unkonventionell der Weg, den wir gewählt haben bis jetzt. Aber ich fasse mal zusammen. Achtung, jetzt brauchen wir ein bisschen Hall. Genau, wenn die Regie jetzt, also wenn der Sound nicht sowieso schon crap ist, ab jetzt bitte Hall. Ey, weißt du was? Ich gehe mal hoch. Du machst das Recap. Okay. Und ich gehe mal nach oben. Na klar, check mal kurz. Und check mal die Lage. Ne? Das wollen wir doch mal sehen, ob das hier nicht auch besser wird. Du hast die Rüstung mit, oder? Vorsicht, du bist hier gerade gestranguliert. Natürlich nehme ich die Rüstung mit. Ist klar.
So, sehen uns gleich. ja, was wir gemacht haben bis jetzt. Ich fasse mal zusammen. Der Schläfer ist besiegt aus Teil 1. Der Held wurde unter einem Haufen Schutt begraben. Da kam Xardas herbei und hat ihn wieder befreit, um ihm direkt zu sagen, ja, das Böse ist noch gar nicht besiegt, sondern es ist in vierfacher Form und in Drachenform wieder zurückgekehrt. Vier Drachen sitzen im Minental, haben Orks um sich geschart und warten darauf, mit dem Bösen das Land zu überfluten. Und naja, der Held muss also sich quasi direkt, er ist voll am Arsch, kann eigentlich überhaupt nichts mehr, hätte gern einen Bart und würde sich gern hinlegen, aber er muss direkt wieder loslegen, muss seinen geschundenen Körper wieder auf die Handelbank packen und sich wieder hochleveln, um diese vier besagten Drachen zu bekämpfen. Um die zu bekämpfen, braucht er das Auge Innos. Das Auge Innos wird aber bewacht von den Paladinen. Die Paladinen sind aber in einer Stadt und die Stadt war am Anfang gar nicht zugänglich. Also brauchten wir zuerst einen Zugang zur Stadt. Da gibt es verschiedene Optionen. Wir haben uns letzten Endes dazu entschieden, einfach über die Mauer zu springen. Ziemlich frech, aber gab viele XP. Und das Erste, was wir versucht haben, war natürlich direkt ins Auge Innos zu kommen, was aber nicht geht in dem Spiel. Man muss den üblichen Acker-dich-hoch-Weg laufen. Das ist leider immer so bei Gothic. Selbst wenn man die Welt retten will, muss man sich erst in eine Warteschlange stellen. In diesem Fall ist die Warteschlange, erlerne einen Beruf und werde ein ordentlicher Bürger, weil Arbeitslose dürfen nicht mit den Paladinen sprechen. Ne? Also durchaus politisch das Spiel. Das haben wir gemacht. Wir haben jetzt uns erstmal entschieden, dem Bogner zu helfen, dem Bogner Bosper. Und der wollte Wolfsfälle von uns. Und diese Wolfsfälle, die haben wir versucht, uns erst selbst zu holen, aber das haben wir nicht ganz hinbekommen. Und hatten dann Hilfe von dem Ex-Knecht, ja, der aus dubiosen Gründen seine Knechtschaft beendet hat. Er hat uns dann erzählt, dass sein Meister wohl ein ziemliches Arschloch ist, ne? Schlechte Lohnnebenkosten gezahlt, sonst auch überhaupt nichts. Also hat er uns aber trotzdem geholfen, für Kohle diese Wölfe zu erlegen. Und ich glaube, das war der letzte Punkt, dass wir ganz stolz waren. Gemeinsam mit dem Ex-Knecht haben wir, glaube ich, sogar einen Ork platt gemacht, während wir die Wölfe zerhauen haben. Und da sind wir gerade gelandet. Das heißt, wir spielen gerade noch alle Meister der Stadt durch, um irgendwann uns für einen Beruf zu entscheiden. Dann ist man ein ordentlicher Bürger. Und wenn man ein ordentlicher Bürger in der Stadt ist, dann darf man zur Miliz gehen. Und wenn man bei der Miliz ist, dann darf man auch mit dem Paladin sprechen. Das heißt, das ist erstmal so die grobe Marschroute. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, bevor wir da irgendwie jetzt groß zu den Paladinen vordringen, auch mal die anderen Lager besuchen werden. Die da wären die Banditen, die hausen auf so einem Bauernhof, hängen da rum, haben quasi das Haus besetzt, so ein bisschen so eher so die Lumpentypen aus dem Minental. Und dann gibt es natürlich auch noch die Zauberer, nicht zu vergessen. Die arbeiten nicht, sondern hängen auch in so einer Burg rum und haben sich halt auf Zaubern eingeschossen. Und das sind die drei Lager, und bevor wir also diesen ganzen Weg bis zum Auge Innos machen, schließen wir uns einem der Lager an. Und da kommt auch schon der Krogi zurück und hat hoffentlich alles zum Besseren bewenden lassen. Trixi, alles gut, ne? Bist schon eingeschlafen. Ich hoffe, da war jetzt ordentlich Heil drauf, weil sonst wirkt das auch nicht. Ja, da ist er wieder. Warum hängst du denn eigentlich unten was drunter? Hast nichts an unter der Rüstung? Frei, okay. Das hast du nicht draufgesetzt, das wird ein bisschen knapp. Ah, nee, doch! Konntest du das Problem mit dem Ton lösen? Ja. Geil, bist ein geiler Hengst. Ich habe mir auch noch ein bisschen Gottesstimme gegeben, ein bisschen Reverb. Ja. Ich habe es geschafft! Okay. Micha, wie war es bei dir? Ich habe gerade die Story so ein bisschen zusammengefasst. Jetzt warst du leider nicht dabei und ich glaube, du hast alles versoffen am Wochenende. Das heißt, für dich ist das jetzt wieder ein neues Spiel hier. Aber ist ja nicht schlimm. It's Classic Gothic 2 Experience. Classic Gothic 2, genau. Nice. Jetzt sehe ich schon wieder nicht, wo wir hier sind. Aber theoretisch... Ja, so. Oh, hoppala, ja. Wie ihr sehen könnt, Regie, wir hätten ja gerne auch noch ein bisschen mehr Ton drin. Haben wir uns hier leider mit den Falschen angelegt. Das brauche ich, kann ich gleich nochmal laden, das weiß ich jetzt schon. No chance, ja. Wenn ich doch nur sehen könnte, wo Laden ist, da glaube ich. So. Scheint gut zu sein. Hier scheint alles gut zu sein. Okay, alles klar, cool. Cool. Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. So. Also, ganz kurz, ne? Wir wollen ja ordentlicher Bürger werden. Genau. Weil wir waren vorher gesorgt, wir wollen uns hocharbeiten, wir wollen Teil der Miliz werden.
Bisschen klauen ist aber okay, ne? Bisschen klauen ist okay, aber wenn damals das Klangs keiner mitkriegt, ist in Ordnung. Genau. Wir haben ein paar Wölfe erledigt, wir haben einen Ork erledigt mit Hilfe von dem Knecht von Bosper, kannst du dich erinnern, dem Bogenmacher. Weißt du nicht mehr, ne? Doch, weißt du. Okay, doch. Alles klar. Das war diese epische Szene. Diese epische Szene, ja, wo ich dir alles erholzt habe, wo ich zugeben musste, ich brauche Hilfe. Also ohne geht's nicht. Ja, ne? Na klar. Ey, das soll ja auch das beste, die beste Gothic 2 Spielerfahrung werden, die es gibt auf diesem Planeten. Ja? Und die kriegt man, wenn man sich Hilfe holt, oder? Ja, natürlich, selbstverständlich. Also, ja, kannst du nicht alles alleine machen. Ist nur ein Gut, und jetzt sind wir jedenfalls, nachdem wir uns hier durchgehauen haben, bei so einer Höhle angelangt. Und ich glaube, die ist viel zu früh. Also da brauchen wir noch nicht hinlaufen, glaube ich. Da sind ein paar Banditen drin, die sich hier verschanzt haben. Und wir können mal versuchen, die einzeln wegzuhauen. Bitte. Ja? Ja, so zum Reinkommen. Zum Reinkommen, mal ein bisschen auf die Fresse kriegen. So, du bist auch so, da ist geübt. Einer. Ah, sehr gut. Guck mal, seine Kollegen haben es nicht mit gerafft. Jetzt laufe ich noch ein bisschen weg. Wenn wir hier freie Sicht haben. Da kommt er schon. Okay, also die Höhle ist natürlich erstmal nur zum Reinkommen, das ist ganz klar. Ja. Ne? Also klar können wir die erstmal weglassen. Jetzt hat er mich gleich. Aber ich möchte auch, dass der Micha mal wieder so ein bisschen hier in seinen Rhythmus reinfindet. Eieiei. Ach komm, das schaffst du. Nee, jetzt hier ist rein, der hat gerade mal die Hälfte runter gehabt. Ja, wollen wir nochmal oder wollen wir... Nee, das lassen wir sein. Das lassen wir so. Das lassen wir so. Normalerweise bin ich kein Typ von aufgeben, ne? Das weißt du ja. Aber ja, da sind noch fünf von diesen Typen drin. Ich weiß, deswegen habe ich auch... Ja, du stimmst schon. Komm. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Ja, ist ja gut. So, Quickload war F9, glaube ich. Alles klar. F9. Jedenfalls, unsere Quest weiterhin ordentlich werden. Beruf erlernen. Damit jemand mit uns sprechen möchte. Auch zuschlagen und auch mal parieren, ne, Michael? Auch mal ein bisschen parieren, ja. Auch mal atmen dazwischen. Das ist immer wichtig. So, wir laufen zurück zur Stadt, würde ich sagen. Und unser Held hat ja noch nicht... Entschuldigung. Was hat er noch nicht? Ne, ich wollte nur sagen, der hat noch nicht so eine Top-Rüstung, hat er noch nicht. Ne? Ja, es geht aber schon. Ich glaube, es ist eher unser verrostetes Schwert, was noch nicht so geil ist. Und auch unser Einhandwaffenskill, der auch noch nicht so richtig geil ist. Und stark genug sind wir auch nicht. Aber es hat mehrere Gründe. Mhm. Ich stelle dich auch sonst gerne auch mal noch auf, weil der True Repairman sagt, im Kampf gegen Menschen muss man parieren und blocken. Ja. Im Kampf gegen Tiere auch einfach mal zurückweichen, was du auch schon letzte Woche fantastisch gezeigt hast. Exakt, ja. Da war ich mit dem Parieren, da bin ich nicht so richtig fit, gebe ich zu. Ich habe die Menschen auch sonst immer so klein gekriegt. Du, ich sage mal, mach so, wie du meinst. Ja, da sagst du auch Scheiß drauf. Da sag ich Scheiß drauf. Ne? Einfach mal nach vorne. Schritt nach vorne gehen. Einfach mal reinmachen. Einfach mal einen reinmachen. So, aber... wir liefern erstmal die Fälle ab, würde ich sagen. Ne? Dann kriegen wir ein bisschen Erfahrungspunkte. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir schon genug haben. Wir checken hier gerade mal unser Inventar. Wo sind sie denn, die Fälle? Siehst du sie irgendwo? Wolfsfälle? Ja, da unten, oder? Diese alten... Da. Genau. Fälle eines Schattenläufers, nee. Hm? Wo sind die Wolfsfälle, Leute? Wollt ihr mich hier... Wie war das ganz unten schon? Das... Da sind sie doch, rechts da, daneben. Ach da, ja, 10 Stück. Guck doch. Alles klar, er wollte wie viel haben? 12. 12? Wollte er 12 haben? Ein Dutzend, ne? Ja, ich glaube ein Dutzend, das sind 12, soweit ich weiß. Dann bauen wir immer noch 2, oder was? Das ist natürlich ärgerlich. Ja, wenn das Wochenende nicht gewesen wäre, dann könnte ich dir jetzt eine präzise Aussage geben. Aber so, keine Ahnung. Du könntest mal Dutzend googeln. Aber nein, nee, sind schon 12. Nee, er wollte nur 6 haben. Alles klar. 6 doch nur. Wir bringen ihm mal die 6 Fälle und ein halbes Dutzend. Kommen dann erstmal ein bisschen besser hin mit unseren XP. Und das Schattenläuferfell ist ziemlich teuer, ne? Das weißt du. Das ist richtig amtlich. Das hat ja auch quasi der Bosper-Geselle für uns dahingelegt. Quasi abgelegt, ja. Mhm. So. Aber ich bin richtig traurig, dass ich diese tollen kleinen Matzen jetzt nicht abspielen darf. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, ne? Wirklich. Aber das wird nichts an meiner grundsätzlichen Top-Laune mindern. Ja, nein. Wir fühlen uns ein bisschen kastriert. Ja. Wir müssen jetzt im Grunde selbst uns aufs Maul hauen. Aber Kastraten können gut singen. Kastraten können. Mach doch mal. Gothic 2. So, nicht schlecht. So ungefähr, Alter. Singen die. Wo ist das hergeholt? Naja, kastriert halt. Okay. So, schauen wir mal zu Bosper. Ich glaube, der wohnt hier. Ich glaube, der liegt jetzt auch gerade irgendwie genau und pennt. Ist mir aber scheißegal. Ja. Die pennen übrigens bei Gothic pennen alle in ihren Klamotten. Das finde ich auch sehr schön. Also da niemand zieht sich hier großen Schlafanzug an. Ja, was mit dir? Aber es gibt schon so ein paar leicht bekleidete Damen, oder?
Es gibt ein paar leicht bekleidete Damen, aber die sind halt auch immer leicht bekleidet. Classic Dame. Also die, deswegen sage ich, das muss hier stinken wie blöde. Und zack, haben wir abgeliefert hier. Ist die Arbeit nicht besser, als den ganzen Tag auf Schwertern rumzuhämmern oder im staubigen Kämmerlein Fläschchen abzufüllen? Ja, ich weiß nicht, da war meistens wenigstens kein Wolf in den Arsch beim Schmieden, ne? Nix. Deswegen, also wir wollen ja nicht bei ihm, ich will nur die Zustimmung, alles klar. Bekomme ich deine Zustimmung, um bei einem der anderen Meister anzufangen? Ich hatte gehofft, du würdest dich für mich entscheiden. Aber wenn du es unbedingt so willst... Heißt das, du stimmst für mich? Wenn keiner der anderen Meister etwas dagegen hat, ja. Aber an dir ist ein guter Jäger verloren gegangen. So. Alles klar, Ende. Gelände. So, wir haben sehr laut hier stehen, ne, bei uns. Was ist das? Sehr laut bei uns, die Toneinstellung, ne, vom Fernseher, sehr laut. Ja, stimmt. Wir könnten ein bisschen mehr Soundfuffe hier auf dem Fernseher. Komm, damit auch die Atmung rüberkommt. Was soll das? So, hier, Bett. Ich will ins Bett, Frau. Haha. Ist jetzt auch geil, ne? Guck mal, wie unbequem du. Ja, schön mit dem Kopf. Das ist mir auch schon passiert. Ja? Wenn man so umfällt abends, ne, so wie du am Wochenende vielleicht auch. Ja, du auch, oder? Ja, stimmt, ich auch ein bisschen. Ne? Ah. Ist wieder doch bestimmt einfach nur zu Hause gesessen und dir schön einen reingetan, ne? War tatsächlich ein bisschen so. Na, war ein bisschen so, ne? War ein bisschen so, ja. Wieder hast gemerkt, Frau ist auch da, kacke. Frau war auch da, ja. Lieber mal ein bisschen was trinken, ne? Ja. Schön trinken. schön trinken. So, reden wir nochmal mit Brian. Wir müssen jetzt bei allen Meistern Zustimmung finden, ne? Aber, ich glaube, dafür haben wir uns schon entschieden, letzten Endes die Lehre anfangen beim Schmied. Das heißt, wir machen es weiter bei Torben. Wie steht es mit deiner Zustimmung, Meister? Ach, da wollten wir jetzt noch irgendwie... Wie steht es mit deiner Zustimmung, Meister? Hat dir Vatras seinen Segen gegeben? Ach genau, den Segen müssen wir noch abholen. Dann weiß ich nicht, warum du mich noch einmal fragst. Du kennst meine Bedingung. Hat er recht. Schlechtes Gedächtnis. Ich würde auch gerne mal so eine Segnung oder so eine ganze Story von so einem Vatras, würde ich mir mal gerne anhören. Ja, wir gehen jetzt mal zum Vatras. Der hält ja den ganzen Tag denselben Vortrag. Das ist nämlich so, dass ich dann so ein kleines, wahrscheinlich so ein Flashback kriege. Der steht halt wirklich, das habe ich auch damals überlegt, der steht immer hier und er erzählt alle 5 Minuten das Gleiche, der Typ. Das ist so richtig Fließbandreden. Das Tier. Vatras, ich muss ihn mal unterbrechen hier. Nö. Wer bist du? Ich bin Vatras, ein Diener des Adanos, des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Was kann ich für dich tun? Ich habe hier einen Brief für dich. Für mich? Ach, shit. Moment, war das jetzt der Brief, den wir nicht hätten übergeben dürfen? Das ist eine wichtige Botschaft. Von dem bösen Typen? Idiot, warte mal. Naja, Brief gekommen bist. Das macht ja nichts. Ah, fuck. Mal gucken. Kamalorn, dem Jäger. Ich habe ihn einen... Oh, scheiße, habe ich jetzt was falsch gemacht? Machst du jetzt... Versuchst du mit dem Dampf die Fehlentscheidung zu überdecken? Oder was ist? Ich wollte mich eigentlich jetzt rauszaubern, damit du hier alleine sitzt, dieser Pein. Okay, ja, das ist echt peinlich jetzt, Leute. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ihm den Brief gegeben habe. Nee, haben wir nicht. Wir haben doch dem Typen schon längst gesagt, wir geben den Brief nicht weiter. Weißt du, diese komische, wo er den... Da wollte er ja nur Dings mit anschwärzen, die Markttante. Nee, ist alles gut. Von Kavalorn, dem Jäger. So war es nämlich. Das ist der Typ am Anfang, war das. Er sagte mir, alles richtig, Michael. Alles richtig, Michael. Und auf dem Weg zum Treffpunkt sei. Was das auch immer heißen mag. Ich sehe, dass du Kavalorns Vertrauen gewinnen konntest. Das spricht für dich, mein Sohn. So, erzähl mir was über den Ring des Wassers. Ich habe hier so eine Steintafel. Ja, das gehört zum Addon. Die Steintafel liegen überall so rum. Kannst du mir mehr darüber sagen? Geben Erfahrungspunkte und so. Genau. Kultur, die wir seit einiger Zeit untersuchen. Eine Attributsteigerung, aber die sammeln wir erstmal alle schön. Davon. Und ballern sie uns am Ende ganz dann. Kurz, erzähl doch was. Geschichte des alten Volkes. Und genau an diesen bin ich interessiert. Bring mir davon alle, die du finden kannst. Ich werde dich angemessen entlohnen. Boah, ich hatte kurzzeitig richtig Panik, weißt du das? Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Ah, warte mal, ich glaube, ich hätte die Tafeln erst lesen sollen und dann ihm geben, weißt du? Aber egal. Alles schwierig hier, lauter Fehlentscheidungen. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Kavalorn hat mich zu dir geschickt. Und was hat er dir erzählt? Er sagte, ihr braucht dringend mehr gute Leute. So. Also willst du dich uns anschließen, mein Sohn?
Wollen wir das machen? Mhm. Ja, wieso nicht, ne? Auf jeden Fall. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. So? Dann hast du ja schon die erste Bedingung dazu erfüllt. Was meinst du damit? Naja, du hast jemanden in den Reihen unserer Kinder, der dich vertraut. Sonst würdest du sicherlich nicht davon wissen. Aber ich weiß gar nichts über dich. Was willst du wissen? Nun, du könntest mir erzählen, wo du herkommst und warum du in die Stadt gekommen bist. Ich komme mit einer wichtigen Botschaft für den Anführer der Paladine. Was ist das für eine Botschaft? Es sind Drachen gekommen. Während wir reden, sammelt sich eine große Armee unter der Führung von Drachen, um das Land zu erobern. Drachen? Du sprichst von Wesen, die bisher nur in Sagen Erwähnung finden. Woher weißt du das? Ja, von Xala sollen wir eigentlich nicht sprechen, ne? Der meinte, das habe ich irgendwo aufgeschnappt. Also, übrigens, die Steintafeln, die sind alles safe. Vatras sind ja nur alte Steintafeln. Ah, okay, alles klar. Also eine Sache gab es noch hier, wenn man wohl 12 auf einmal abgibt, ja, dann kriegt man pro Steintafel plus 1 Mana. Oh, okay. So. Aber Mana brauchen wir nicht, wir brauchen eigentlich nur... Aber wir sind ja... Dicke Arme. Exakt. Mana in den Armen. Mana in den Armen! Tod im Kopf. Okay. Okay, jetzt Xardas meinte eigentlich, wir sollen nicht von ihm erzählen, weil der mag ja die anderen Magier nicht. Ja. Jetzt weiß ich aber nicht, ich glaube Xardas, beziehungsweise ich doch, ich weiß es, Xardas ist eigentlich voll der Arsch. Ich weiß es auch. Und deswegen... Nicht, dass du sowas allein weißt. Brauchte ich es einfach mal, zack, Xardas. Xardas, der Magier, hat es mir erzählt. Er hat mich geschickt, die Paladine zu warnen. Der Dämonenbeschwörer. Er lebt also. Und er hat dich losgeschickt? Wer bist du eigentlich? Sei ehrlich, wirklich. Naja. Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Korinnes. Gut. Fassen wir mal zusammen. Du bist ein ehemaliger Gefangener, der von Xardas, dem Dämonenbeschwörer, erzählt bekommen hat, dass Drachen gekommen sind, um das Land zu erobern. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu berichten. Das hört sich alles sehr abenteuerlich an, aber ich kann nicht erkennen, dass du mich anlügst. Daher muss ich annehmen, dass deine Beweggründe ehrlich sind. Ich will dir eine Chance geben, dich dem Ring des Wassers anzuschließen. Das ist doch mal was. Das ist doch mal was. Das ist doch schon etwas. Das ist doch schon mal etwas. Gut. Was muss ich tun, um mich dem Ring anzuschließen? Du musst wissen, dass du große Verantwortung übernimmst, wenn du dem Ring angehören willst. Ich bin nicht gewillt, jedem, der zu uns kommt, der Bitte um Aufnahme zu entsprechen. Wenn du dem Ring angehören willst, musst du beweisen, dass du auch so handelst wie einer von uns. Und das heißt? Bevor wir einen jungen Mann in unseren Dienst stellen, muss er etwas Großes für den Ring vollbracht haben. Erst dann kann ich in Erwägung ziehen, dich für die Erhaltung des Gleichgewichts der Kräfte auf dieser Insel einzusetzen. Machen wir noch mal ein bisschen Gebrotze. Ich habe den Schläfer besiegt. Ist das groß genug? Viele Geschichten erreichen meine Ohren in diesen Tagen. Auch die über die Verbannung der Bestie namens Schläfer. Dass das einzig deine Hand herbeigeführt haben soll, ist mir nicht geläufig. Obwohl deine Augen voller Überzeugung sprechen. Ja. Das verunsichert mich. Aber ich bin mir nicht sicher, dass mich meine Sinne nicht auch täuschen könnten. Ja, ein bisschen mehr noch. Ja, ich habe viele Menschen befreit. Ja. Die Barriere ist weg. Selbst wenn du wirklich dafür verantwortlich sein solltest. Das große Ereignis im Minental hat nicht nur die Magier des Wassers und andere aufrechte Bürger wieder in die Freiheit entlassen. Die Verbrecher des ganzen Landes laufen frei in Korinnes umher und bedrängen heute die Menschen dieser Stadt. Ui. Die Banditen haben schon große Landstriche in der Umgebung der Stadt eingenommen. Es ist fast unmöglich geworden, unbeschadet die Stadt zu verlassen. Ich würde die echt gerne alle wegwemsen. Ja, machen wir noch. Ja? Aber er hat recht, wir haben echt den Pöbel befreit. Haben wir. Wir haben den Pöbel befreit. Na gut, aber wir sind ja auch da, um sie wieder in ihre Schranken zu verweisen. So. Was wäre denn etwas Angemessenes, das dich überzeugt? Ein großes Rätsel beschäftigt Korinnes in diesen Tagen. Die Zahl der Vermissten dieser Stadt scheint fast täglich zu steigen. Wenn du es schaffen solltest, mir zu erklären, was mit ihnen geschehen ist, dann sollte dein Platz im Ring des Wassers sicher sein. Allerdings... Ja? Solltest du zuerst deine Nachricht zu den Paladinen bringen. Ich glaube, die Sache ist von äußerster Wichtigkeit. Rede mit Lord Hagen. Okay. Warte, stopp mal, jetzt guck mal, Micha. Jetzt müssen wir einmal wieder im echten Leben was machen. Ja, ja. Da ist so eine Zahl, ja?
Ach shit, die Werbung. Und diese, alles klar. Das ist ja diese fantastische Zahl. Ja. Ich fand, das war eine sehr spannende erste Runde. Mit ey, das ist super spannend. Ohne technische Probleme. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, super geil. Vielleicht noch kurzer Schwertkampf zum Ende. Ja, warte. Ja? Warte. Warte, ganz schnell noch, Paul. Warte. Ja! Ja! Okay, hier, weg, weg. Ja, komm, weg, mach.